Nee, echt? Das stand in den Kommentaren? Und die glauben wirklich, erst ab Herbst? So, Ostern ist vorbei und nun ist auch endlich der letzte Hase verschwunden. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Ja, und auch die Osterferien sind vorüber. Bundeskanzlerin Merkel ist aus dem Badeurlaub zurück und die Engländer müssen wieder die Queen angucken, die ja gerade 80 Jahre alt wurde. Und wenn Sie sich bei den offiziellen Feiern im Juni die achtstündige Grundversorgung in der ARD ersparen wollen, dann besuchen Sie einfach mal diese Seite von znews.com. Da finden Sie kurz und bündig 80 interessante Fakten über das Leben der Queen. Zum Beispiel, dass sie die Drehorte zahlreicher englischer Seifenopern besucht hat. Sie muss ja wissen, was die Konkurrenz macht. Ja, die Royals bieten dem Volk wirklich seit Jahren tolle Unterhaltung, wofür der Engländer allerdings auch teuer bezahlen muss. Ganz anders als bei Ehrensenf, wo die Untertanen-Zuschauer kostenlos unterhalten werden. Und zwar auch in Zukunft, dank unseres ersten offiziellen Sponsors, Eubelon, dem sympathischen weltweiten Dolmetscher und Übersetzungsservice aus Berlin. Ja, nun los, klicken Sie mal, die beißen doch nicht. Sagen Sie mal Hallo, die sind alle total nett. Hallo, klicken. Also ich habe Zeit. Ihnen sitzt der Chef im Nacken. Wir machen hier nicht weiter, bevor Sie nicht geklickt haben. Hier, die klicken nicht. Unterschreibt die Verträge. Wir wechseln zu. Ach, plötzlich geht's. Na, habe ich zu viel versprochen? Nur freundliche Gesichter. Also, Eubelon, merken, das sind die Guten. Und da ist übrigens noch Platz für ein paar andere Gute. Wer die Bösen sind, können Sie bei baitcar.com sehen, einer Website kanadischer Polizeibehörden, die gemeinsam Autodieben das Handwerk legen wollen. Baitcars sind mit Kameras ausgestattete Autos, die von der Polizei extra abgestellt werden, um gestohlen zu werden. Und auf baitcar.com können Sie Videos von Autodieben sehen, die plötzlich merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und die vor nichts zurückschrecken. Und sei es nur beim Nasebohren. Aber zurück zu den Guten, zu Menschen wie Jens Bullerjahn, dem designierten SPD-Vizechef, der den Osten retten will. Dafür sollen hochqualifizierte junge Menschen aus dem Westen zurück in den Osten gelockt werden. Um das zu erreichen, will Bullerjahn die drei Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu einem einzigen mächtigen Bundesland mit dem Namen Mitteldeutschland vereinen. Er betonte allerdings, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Bleibt nur zu hoffen, dass dann auch wirklich Fachkräfte zurück in den Osten strömen und nicht etwa solche Spezialisten wie die hier, die zwar auch für jedes Problem eine Lösung finden, allerdings danach auch gerne mal länger krankgeschrieben sind, wenn sie Glück haben. Das sicherste Mittel gegen Fachkräftemangel ist natürlich immer noch, einfach neue zu zeugen. Gerade jetzt, wo es einem als Eltern doch so leicht gemacht wird. Zum Beispiel mit IntelliCot, dem Hightech-Laufstall. Mit Videoüberwachung, automatischer Schaukelfunktion und elternrückenschonender Babyhebebühne. Außerdem hat IntelliCot keine Gitterstäbe, sondern ein Fenster aus Sicherheitsglas, falls der kleine Choleriker nach Ihnen kommt. Und sollte Ihr Nachwuchs trotz IntelliCot nicht durchschlafen, dann gucken Sie sich bei YouTube mal die Videos unter dem Stichwort Urawasa an. Das sind Ausschnitte aus einer japanischen TV-Show, in der oft verblüffende Lösungen für Alltagsprobleme gezeigt werden. Zum Beispiel, wie man abgestandenen Kaffee wieder genießbar macht, wie ein Pflaster den ganzen Tag hält oder eben wie man jedes schreiende Baby sofort zur Ruhe bringt. Und der Tipp allein ist schon ein Grund, Kinder zu kriegen. Okay, Mädels, wenn ihr jetzt also unbedingt ein Kind haben wollt, dann müsst ihr natürlich noch euren Freund darauf vorbereiten. Also euren besten Freund. Nein, nein, ich meine nicht Jochen. Ich meine den Hund, damit der sich über den neuen Vierbeiner nicht so erschreckt. Und dafür gibt es die Sounds of Baby-CD für Hunde. Darauf sind alle typischen Babygeräusche. Vom leisen Brabbeln bis hin zum markerschütternden Schrei. Danach müssen sie Waldi dann nur noch beibringen, mit Wasser zu gurgeln. Und hier noch unsere Spieletipps. Spielen Sie doch mal mit dem Button da rechts. Einfach mal draufklicken. Brav. Dann gibt's jetzt auch noch unsere richtigen Spieletipps. Nämlich die hier. Und heute als ganz besonderer Leckerbissen mit dabei, für unsere paarungswilligen Männchen, das Wet-T-Shirt-Game von Morningwood. Also Speichel wegwischen und los geht's. Das war Explosiv, Ehrensenf, ich bin Katrin, tschüss.